bestätigt, es gibt eine dritte 13 Reasons Staffel. Diese Nachricht wird Fans freudig stimmen. Erst am 18. Mai ging die Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht, Originaltitel 13 Reasons, in eine neue Runde. In der zweiten Staffel dreht sich der Plot hauptsächlich um den Gerichtsprozess zum tragischen Suizid der Hauptfigur Hannah Barker, Katherine Langford, 22. Doch damit wird die Geschichte noch nicht fertig erzählt sein. Nun wurde bekannt, es wird eine weitere Fortsetzung geben. Das bestätigt Netflix jetzt in einem Video auf YouTube. Über die neue Handlung wurde zwar noch nichts verraten, das Datum der Veröffentlichung gaben die Macher aber schon einmal preis, erscheinen soll der nächste Teil bereits im kommenden Jahr. In 13 neuen Folgen wird der Showerfinder die Geschichte um Clay Jensen, Dylan Minette, 21, und seine Schulkameraden weiterspinnen. Katherine Langford alias Hannah soll in der neuen Staffel allerdings nicht mehr vor der Kamera stehen. Stattdessen wird sich die Serie um andere nervenaufreibende Themen drehen. Plus Achtung, Spoiler der gesamten zweiten Staffel Ausrufezeichen plus die nächsten Episoden sollen an die vorangegangenen Geschehnisse anknüpfen und zum Beispiel thematisieren, wie Chloe, 24, damit umgeht, dass sie von dem fiesen Vergewaltiger Bruce Walker, 24, ein Kind erwartet. Oder wie es mit Hüller weitergeht, der um ein Haar amok gelaufen wäre.